Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Princess Peach Showtime. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Jo, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Show von Princess Peach Showtime. Jo, beim letzten Mal haben wir den Meisterdetektiv Funkeli gerettet. Haben damit schon die Hälfte mindestens abgeschlossen von dem Funkelis und auch weit mehr als die Hälfte vom Spiel. Und heute haben wir wieder einen Bosskampf vor uns. Da bin ich schon sehr gespannt, was für einen Boss wir gleich vor uns haben. Wir werden jetzt gleich an diese schwebende Tür hinter uns gehen und dann werden wir es spätestens herausfinden. Na dann, Stella, weite deines Amtes. Ja, nimm sie ruhig. Ich hab vielleicht gerade so 25. Okay, ich glaube, Frau Grape wird mittlerweile langsam sauer. Ich hoffe, der Boss ist ein bisschen schwerer als die anderen. Einfach das Ding anleuchten? Ja. Was genau machst du jetzt? Oh, Spiegelwelt. Pong! 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 Jetzt mal versuchen, mich zu beeindrucken, Löwe. Oh, er hat mir den Boden weggenommen. Nehmen. Oh, das kann ich nicht reflektieren. Okay, von dem Laser ausweichen. Kannst du zurückhaben. So kein Absender. Ich dachte erst, den Laser könnte ich auch reflektieren. Komm, gib dir ein bisschen Mühe. Okay. Wieder Spiegeldimension. Wahrscheinlich nur der mit einem Spiegel ist auch der echte.
Da leuchtet's. Wenn ich das gerade gar nicht da, Hilfe! Laser dich schön selber. Da war auch der Beweis, der ist fake. Jetzt sind es drei Fakes. Na gut, er hat auch als einziges diese komische Blase. Diese finstere Kugel. Ich stehe bereit. Und besiegt. So, jetzt erstrahlt ein Teil des Theaters wieder im alten Glanz und das haben wir nur dir zu verdanken, Peach. Deine Funkelkraft ist einfach spitze. Wir sollten ein Theaterstück über dich schreiben. Aber vorher müssen wir noch etwas gegen Grape unternehmen. Jetzt kommt das oberste Stockwerk. Gleich ist sie ja dort. Oberste Stockwerk heißt, das ist wirklich das letzte. Ich will übrigens die Bosse nicht flamen, aber die sind irre einfach in dem Spiel. Ich hätte die schon gern ein bisschen schwerer. Okay, da ist wieder wahrscheinlich so eine Probe. Hier findet die Kung-Fu-Proben statt. Tut mir leid, dass du warten musstest. Oh, Kung-Fu-Proben klingt lustig. Hundert Gegner besiegen, okay. Ich bin bereit. Wir zeigen ihnen den Lotus-Drachen-Stil. Es hat schon mal funktioniert. Könnte ich nicht eigentlich einfach gefühlt cheaten und mich die ganze Zeit halt reinhangeln? Okay. Hohe Konzentration. Da oben will ich kloppen. Da waren gerade richtig viele. Okay, die 100 haben wir geschafft. Oh, zwei von denen. Ich habe trotzdem die 100 geschafft, ne? Eigentlich brauche ich da doch nicht nochmal. Müsste doch eigentlich reichen. So, ich bin jetzt sicherheitshalber nochmal an der Stelle. Und verkloppt die hier auch noch. Okay. Ich habe jetzt normal bis zu 105 gemacht, zu derselben Stelle. Reicht ja, wenn ich die 100 geschafft habe. Dann gehen wir mal eben kurz nach ganz unten. Da wird nämlich was Neues zu kaufen auf jeden Fall sein. Und das vierte Obergeschoss ist definitiv das letzte. So, es sollten der Kung-Fu-Held noch übrig sein. Der Held an sich... Dann noch die Meerjungfrau und die Eistänzerin.
Oh, das Lumi-Kleid sieht auch sehr schön aus. Das darf sie tragen. Das ist bisher das schönste Kleid. Ich, der null Ahnung von Mode hat. Okay, wir sind auf der obersten Etage. Da draußen ist ein Feuerwerk. Viel zu viele Stufen. Ja, Kung Fu, Eis, Action und Meerjungfrau. Sind halt die einzigen, wo die Funklis halt auch noch fehlen. Also insgesamt haben wir nur noch 10 Level vor uns, wenn ich es richtig sehe. Beziehungsweise, nee, 9. Außer unten kommt halt auch nochmal ein Speziallevel, deswegen gehe ich auch von 10 aus. Also für jedes müssen wir halt doppelt rechnen, weil jedes davon direkt einen Funkeli auch auslöst. Hier könnte ein Boss sein und weil ich unten ja diesen mittleren Bereich habe, wo absolut nichts ist, denke ich mal, dass man dort irgendwas dann wahrscheinlich auch noch machen kann. Das kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen. Und da bin ich auch schon sehr gespannt, was genau mich jetzt noch erwartet. Also wir haben Mission Spektakuläre Rettung vor uns. Eine Kung-Fu-Sage. Festliche Umzug. Und mehr in Gefahr. Wir gehen natürlich wie immer von links nach rechts, ne? Im Uhrzeigersinn. Ja. Dann wissen wir ja, was wir nächstes Mal zu tun haben. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß mit der heutigen Show. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.